Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen. Alles Wichtige vom Sport, das erfahren Sie von Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Wie soll es laufen mit dem Einbau klimafreundlicher Heizung? Eines unserer Themen. Ein Gesetz und viele Fragen. Der Bundesrat debattiert über die Heizungspläne und spart nicht mit Kritik. Ein Standort und viel Widerstand. Auf Rügen bringt ein geplantes LNG-Terminal die Insulaner auf die Barrikaden. Eine Auszeichnung und viele Bewerber. In diesen Minuten wird in Berlin der Deutsche Filmpreis vergeben. Es soll klimafreundlicher geheizt werden. Heute im Bundesrat waren die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten aber alles andere als begeistert von den Plänen der Regierung dazu. Der Gesetzentwurf sieht im Kern vor, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Bestehende Anlagen dürfen weiterlaufen und auch repariert werden. Über 80-Jährige, die ein Haus besitzen, sind von den Regelungen ausgenommen. Die Kritik an den Plänen hat jetzt Patricia Wiedermeier für Sie. Heizungsbauer Gerhard Hadrath aus Rosenheim kann sich zurzeit nicht retten vor Aufträgen. Allerdings soll er nicht Wärmepumpen einbauen, sondern die Kunden wollen neue Gas- oder Ölheizungen. Die Unsicherheit sei riesig, das geplante Gesetz ab 2024 umzusetzen, unmöglich. Die engen Zeitfenster sind viel zu eng gesetzt. In der Zeit kann das nicht funktionieren. Es scheitert definitiv an der Manpower und natürlich auch an der Verfügbarkeit. Das enge Zeitfenster, nur ein Kritikpunkt von vielen heute im Bundesrat, wo das geplante Gesetz beraten wurde. Ich halte es für klug, jetzt mal den Menschen auch ein Stückchen Zeit zu lassen, solche im Einzelfall ja schwerwiegenden und teuren Entscheidungen gut vorzubereiten. Mehr Klarheit fordern alle Länder, hinzu kommen etliche Änderungswünsche. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens soll verschoben werden. Auf 2027 fand jedoch keine Mehrheit. Ab dem gesetzlichen Rentenalter soll keiner mehr gezwungen werden, Heizung auszutauschen. Klarheit wollen sie über die Höhe der Förderung und Technologieoffenheit. Der Klimaschutz muss praktisch lösbar sein, es muss machbar sein und es muss finanziell auch realisierbar sein. Nicht jeder, der ein Haus hat, ist damit automatisch reich. Der Wirtschaftsminister verteidigt sein Gesetzesvorhaben. Nach 18 Jahren rentiere sich der Einbau einer Wärmepumpe. Ist also jetzt schon ohne Förderung über die Dauer des Lebens attraktiver, finanziell attraktiver, nicht in fossile Heizung zu investieren. Mit Förderung, die ja bis zu 50% beträgt, wird der Break-Even-Point deutlich früher erreicht werden. Der Bundesrat hat hier kein Einspruchsrecht. Es bleibt jetzt Sache des Bundestages, ob und wenn ja Änderungswünsche übernommen werden. Shakuntala Banerjee, und wie sieht's aus? Wird auf die Änderungswünsche eingegangen oder ist das jetzt alles schon in Stein gemeißelt? Also man hört einen Satz hier in Berlin dieser Tage sehr oft und das ist ein Zitat von Peter Struck, dem ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden. Der hat mal gesagt, kein Gesetz geht so in den Bundestag, kommt so aus dem Bundestag raus, wie es reingegangen ist. Und das gilt ganz besonders für dieses Gesetz, wo vieles umstritten ist. Da arbeitet der Bundestag jetzt dran. Aus allen Parteien kommen Kritik und Nachfragen, auch aus den Regierungsparteien. Und der Bundesrat, der sich heute geäußert hat, hat da zwar kein Mitspracherecht, aber die Stimme der Länder haben natürlich im Chor der Stimmen großes Gewicht, weil sie eben auch die Stimmung aus den Ländern und von den Menschen mittransportieren und dürften auch einen Einfluss haben auf die Entscheidungen und auf die Änderungen, die da vorgenommen werden. Die Ampelparteien haben sich vorgenommen, dieses Gesetz bis zur Sommerpause durch den Bundestag zu bringen. Das heißt, wir werden spätestens Ende Juni, Anfang Juli wissen, welche Änderungen vorgenommen werden sollen und auch ab wann das Gesetz gelten soll. Vielen Dank, Shakuntala Banerjee. Und auch wenn alternative Energien die Zukunft sind, in der Gegenwart braucht Deutschland immer noch Erdgas. Um es in seiner flüssigen Form importieren zu können, sind LNG-Terminals notwendig. Bislang sind solche Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin in Betrieb. Bis Ende des Jahres kommen ein weiteres in Wilhelmshaven und eins in Stade hinzu. Als zusätzlichen Standort plant der Bund Mukran auf Rügen. Nach heftiger Kritik reiste Wirtschaftsminister Habeck auf die Insel. Bernd Mosebach und Susanne Seidel. Ortstermin in Mukran. Für Bundeswirtschaftsminister Habeck der ideale Standort für LNG-Terminals. Zurzeit nutzen den Hafen vor allem Fähren und Frachter. Es ist sein zweiter Besuch auf Rügen innerhalb weniger Wochen. Die Zeit drängt. Die Anlagen sollen noch in diesem Jahr ans Netz gehen.
Ein Terminal soll in Mukran komplett neu gebaut werden. Dazu eine Pipeline zum Hafen von Lubmin, wo das Gas ins europäische Netz eingespeist wird. Das LNG-Terminal, das bisher im Lubminer Hafen liegt, soll nach Mukran verlegt werden. Das Ziel ist, zum Winter hin Leitungen verlegt zu haben und dann, alles vorausgesetzt, es ist genehmigungsfähig, dann auch vom Hafen Mukran aus die Gasversorgung für den Osten Deutschlands oder für Deutschland dann auch insgesamt bereitstellen zu können. Die Zustimmung des Landes steht noch aus. Vor allem der Umweltminister ist skeptisch. Wir werden das sehr genau prüfen und unsere Genehmigungsbehörden sind dann in der Pflicht. Bis heute liegen keine entscheidungsreifen Unterlagen vor. Der Tourismus, Rügens wichtigste Branche, fürchtet Einbußen. Gemeinden haben Bürgerbegehren angekündigt. Umweltorganisationen sehen die Natur auf und vor der Insel in Gefahr. Da werden wir alle politischen und auch juristischen Schritte einleiten, die es dann möglich machen für uns als Umweltverband, dieses LNG-Terminal und auch alle weiteren in Deutschland aufzuhalten. Der Fahrplan der Bundesregierung ist ehrgeizig. Das Kabinett soll noch im Mai entscheiden, der Bundestag noch vor der Sommerpause. Um unabhängiger zu werden von Importen im Bereich Elektromobilität, buhlt Deutschland um die Ansiedlung von Batteriezellfabriken. Nachdem die schwedische Firma Northvolt ein Engagement zwischenzeitlich in Frage gestellt hatte, will sie nun doch eine solche Fabrik im schleswig-holsteinischen Heide bauen. Den Ausschlag gab, dass Northvolt umfangreiche Staatshilfen zugesagt wurden. Wenn das die EU genehmigt, könnten 2026 die ersten Batteriezellen ausgeliefert werden. Das Gründungsjubiläum eines anderen Staates ist normalerweise kein Grund für eine Bundestagsdebatte. Bei Israel ist das wegen der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands anders. Und so haben die Abgeordneten an den Tag vor 75 Jahren erinnert, an dem Israel seine Unabhängigkeit erklärte. Den Grundstein für das deutsch-israelische Verhältnis legten der erste israelische Premierminister David Ben-Gurion und Konrad Adenauer. Seitdem pflegen beide Länder enge Beziehungen. Aus Berlin berichtet Butter Spiekermann. Seine Exzellenz Ron Prosor. Auf der Ehrentribüne der israelische Botschafter neben Bundespräsident Steinmeier. Das Parlament gratuliert zur Staatsgründung vor 75 Jahren. Nach Nazi-Terror und dem Mord an den Juden Europas habe Israel Deutschland die Hand gereicht. Es ist das dunkelste Kapitel unserer Geschichte, das der Gründung des Staates Israel vorausgegangen ist. Und es ist unsere historische Verantwortung, die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel zu stützen. Dafür haben wir uns unverbrüchlich verpflichtet. Durch die jüngste Gewalteskalation sei die Sicherheit Israels bedroht. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Und die aktuellen Angriffe sind aufs Schärfste zu verurteilen. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei weit entfernt. Mit Blick auf die israelische Innenpolitik würdigen viele im Bundestag die Proteste der Zivilgesellschaft gegen die Regierung Netanyahu. Das zeigt uns, Israel ist die lebendige liberale Demokratie im Nahen Osten, meine Damen und Herren. Unerträglich sei, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder grassiere. Noch immer werden Jüdinnen und Juden in Deutschland wegen ihrer Herkunft und wegen ihres Glaubens diffamiert und bedroht. Ich hoffe, ich kann für die sehr große Mehrheit hier im Deutschen Bundestag sagen, dieses darf in Deutschland nie wieder, egal aus welcher Richtung, Platz bekommen. Sorgenvolle Blicke von der Ehrentribüne, der Präsident und der Botschafter. Ein Jubiläum zwischen großer Nachdenklichkeit, aber auch Zuversicht. Schauen wir in die Ukraine. Denn da tut sich offenbar was an der Front rund um die seit Monaten heftig umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes. Präsident Selenskyj bestätigte Geländegewinne der Armee. Passend dazu veröffentlichte das Militär diese Bilder. Ukrainische Einheiten rücken offenbar bei Bachmut vor. Moskau meldet, dass russische Einheiten verlegt würden. Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, bezeichnete das als Flucht der Russen aus Bachmut. Wer nach Dänemark reist oder pendelt, kann seit heute aufatmen. Denn die Grenzkontrollen sind gelockert worden. Das heißt, an den 13 Übergängen muss der Ausweis von nun an seltener gezeigt werden. Die Kontrollen an den Grenzen wurden Anfang 2016 eingeführt im Zuge der Flüchtlingskrise. Gestern, nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen, war noch vieles unklar. Inzwischen weiß die Polizei, die Einsatzkräfte wurden von dem 57-jährigen Bewohner
gezielt mit einer brennenden Flüssigkeit angegriffen. Gegen den Verdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden, wegen versuchten Mordes in 9 Fällen. Mehr von Thomas Münden. Es war eine geplante Tat, gegen die sich gestern Nachmittag in Ratingen die Polizei mit einem SEK-Einsatz verteidigen musste. 8 schwer verletzte Helfer, davon 5 im künstlichen Koma. Der Tatverdächtige, ein 57-Jähriger, schleuderte gezielt eine entzündete Flüssigkeit auf Polizisten und Feuerwehrleute. Sie flüchteten brennend aus dem Haus. Ich glaube, es war geplant, in dieser Art und Weise gegen öffentliche Dienste, die gegebenenfalls mal in seinen Wirkungsbereich eindringen, so wie er es wahrscheinlich vermuten wird, und damit eben auch gegen Rettungskräfte, Polizei. Ich glaube, dass das egal war, aber der Angriff war sicherlich gezielt. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann des mindestens 9-fachen Mordversuches. Der vermeintliche Täter, der nur leicht verletzt wurde, verzichtete auf einen Rechtsbeistand. Die Feuerwehr war zu einer Wohnungsöffnung mit hilfloser Person gerufen worden. Die Kolleginnen und Kollegen können sich nicht vorstellen, dass so ein Routineeinsatz, der also, sag ich mal, überhaupt nichts Ungewöhnliches ist für uns, sondern in der Woche 20 Mal anfällt, so endet. Mit einer solchen Aggressivität, mit einer solchen Brutalität. In einer anderen Wohnung im gleichen Haus fand die Polizei noch einen weiteren Toten. Ob es einen Zusammenhang zu der Tat im Dachgeschoss gibt, ist unklar. Der Tatverdächtige gehörte nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eventuell zur Prepper-Szene und hatte auch Waffen in seinem Keller. Er schweigt zu allen Vorwürfen. Am Sonntag wird in Bremen die Bürgerschaft gewählt, das Landesparlament. Die SPD hofft, wie schon in den letzten 77 Jahren, den Bürgermeister zu stellen. Laut neuestem ZDF-Politbarometer kommt die CDU auf 26% der Stimmen, die SPD auf 29%, Grüne 13%, die Linke 11%, die FDP würde mit 6% in die Bürgerschaft einziehen, Bürger in Wut, eine rechtspopulistische Regionalpartei, liegt bei 10%. Die Wahllisten der AfD sind nicht zugelassen. Da noch rund 40% der Wahlberechtigten unentschlossen sind, wird bis zur letzten Minute weiter gekämpft. Kai Niklasch. Der Bremer Bürgermeister mag es, den Ton anzugeben. SPD-Abschlussveranstaltung mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Im ZDF-Politbarometer wollen 60% Andreas Bovenschulte als Regierungschef. Und er spielt diese Karte voll aus. Wir haben das gesamte Land im Blick und wir sagen, es braucht einen starken Bürgermeister mit einer starken Partei im Rücken, damit wir diesen politischen Führungsanspruch verwirklichen können. Landwirt und CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff würde gern die Politik in Bremen neu anschieben. 23% wollen ihn als Regierungschef. Er kann sich vorstellen, mit der SPD zusammenzukommen, wenn auch nicht um jeden Preis. Ich habe keine Lust mehr, mich in Problemen einzurichten, sondern ich möchte gerne Probleme gelöst haben. Und das wird in einen Koalitionsvertrag zu schreiben sein. Und wenn das mit der SPD möglich ist, dann ja, okay. Die grüne Spitzenkandidatin Maike Schäfer arbeitet trotz Verlusten am Fortbestand des bestehenden Linksbündnisses. Ich gebe nicht auf, ich bin kämpferisch und ich gehe davon aus, das ist unser Ziel, dass wir auch weiter mitregieren werden. Die Spitzenkandidatin der Linken, Christina Vogt, bekam als Wirtschaftssenatorin viel Anerkennung und spricht sich ebenfalls für die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot aus. Die Liberalen mit Spitzenkandidat Tore Scheck wollen mit den Themen innere Sicherheit und einer autofreundlichen Verkehrspolitik punkten. Die Wählervereinigung Bürger in Wut profitiert offenbar mit deutlichen Stimmengewinnen davon, dass die AfD aufgrund von Antragsfehlern zur Wahl nicht zugelassen wurde. Über die Zusammensetzung der bremischen Bürgerschaft entscheiden die Wählerinnen und Wähler an diesem Sonntag. Auch in der Türkei wird am Sonntag abgestimmt. Es sind Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Und es ist spannend, wie lange nicht. Denn die Opposition hat sich zu einem Bündnis zusammengerauft, um Präsident Erdogan zu besiegen. Es wird wohl sehr knapp werden. Zum Wahlkampfabschluss Jörg Brase. Wie in der Moschee nach Geschlechtern getrennt, strenggläubige Unterstützer jubeln ihrem Präsidenten zu. Im Schlussspurt seines Wahlkampfs heute in Istanbul hofft Erdogan darauf, dass ihn auch diesmal der konservativ-religiöse Teil seines Volkes zum Sieg tragen wird. Am Sonntag werdet ihr denen eine solch heftige Lektion erteilen, dass sie sich endlich in den Ruhestand zurückziehen müssen. Gemeint ist sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, Chef der kemalistisch-sozialdemokratischen CHP. Er führt ein Bündnis von 6 Oppositionsparteien an. Die Umfragen kurz vor der Wahl sehen Kılıçdaroğlu mit knappem Vorsprung vorn.
Wir werden ein autoritäres Regime mit demokratischen Mitteln verändern, verspricht Kılıçdaroğlu. Und wir werden der ganzen Welt damit ein gutes Beispiel sein. Gestern hatte sich mit Muharrem İnce ein Mitbewerber ums Präsidentenamt aus dem Rennen zurückgezogen. Das könnte dem Oppositionsbündnis zugutekommen. Bei dieser Wahl geht es um die eine große Entscheidung. Bleibt Erdogan oder muss er gehen? Die Chancen der Opposition sind gut, der amtierende Präsident aber noch lange nicht geschlagen. Die Frage ist, ob die unterlegene Partei das Ergebnis anerkennen oder anfechten wird, ob es ruhig bleibt auf den Straßen nach dieser Schicksalswahl für die Türkei. Viele Beobachter erwarten, dass diese Wahl erst nach einer Stichwahl in 2 Wochen entschieden werden könnte. Und zur Wahl in der Türkei möchten wir Ihnen unser ZDF heute live empfehlen. Wir sprechen unter anderem mit einer Journalistin, die in türkischer Haft saß. Um 19.30 Uhr in unserer ZDF heute App. Dort finden Sie auch weitere Infos und Hintergründe, insbesondere zu den Themen, die wahlentscheidend sein dürften. Und da ist sie, die goldene Lola, heiß begehrt in der Filmbranche. Die große Frage ist, wer ergattert sie heute Abend? In diesen Minuten geht die Verleihung des Deutschen Filmpreises los. In Berlin vor großem Publikum. Favorit mit den meisten Nominierungen ist der Oscar-prämierte Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues. Wer noch ins Rennen geht und über das Schaulaufen auf dem roten Teppich, Nadja Nasser. Wenn die Deutsche Filmakademie zur Lola-Verleihung einlädt, kommen sie alle. Die Stars der Film- und Fernsehbranche. Und natürlich die, die sich Hoffnung auf einen Preis machen. Im Westen nichts Neues ist in 12 Kategorien nominiert. An diesem Film kommt heute Abend wohl keiner ganz vorbei. Das weiß man nie. Ja, also das ist ja, sind viele gute Filme nominiert. Viele Kolleginnen da, die einfach großartige Filme machen. Und darauf freue ich mich. Ach, wir wollen einfach feiern. Es ist anstrengend und aufregend und überwältigend, aber vor allem schön. Auch Leonie Benisch gehört zu denen, die heute Abend besonders aufgeregt sind. Sie geht als beste Hauptdarstellerin in der ZDF-Koproduktion Das Lehrerzimmer ins Rennen. Mit 7 Nominierungen gilt der Film als Mitfavorit. Ja, ich bin jetzt nervös. Ich glaube, ich freue mich am meisten darauf, wenn die Verleihung vorbei ist und wir uns alle bei einem Glas Sekt treffen können. Den Ehrenpreis für sein Lebenswerk bekommt Regisseur Volker Schlöndorff. Der 84-jährige Oscar-Preisträger drehte Filmklassiker wie Die Blechtrommel und prägt seit mehr als 6 Jahrzehnten die deutsche Filmlandschaft. Na ja, ein bisschen Aufregung gibt es schon. Ja, es ist doch ganz klar, wenn man da plötzlich 2000 Kollegen gegenüber sitzt. Ja, mit viel Geschichte zwischen uns oft, ja, gute und schlechte. Das ist schon ein bewegender Moment. Vor wenigen Minuten hat die Verleihung begonnen. Und wenn Sie die Verleihung jetzt noch live miterleben wollen, können Sie das auf zdf.de. Und wir machen jetzt weiter mit Sport, und zwar mit der Fußball-Europa League. Norbert, da hat Leverkusen ja gestern Abend im Halbfinal-Hinspiel eine Niederlage einsteckt. Ja, knappes Ding. 0-1 verloren in Rom. Gut gespielt, gut mitgehalten. Ein bitterer Abend für die Bayer 11. Aber die Italiener in der zweiten Halbzeit ein Tick und ein Tor besser. Trotzdem ist nächsten Donnerstag im Rückspiel daheim noch alles drin. Mehr Ballbesitz, mehr Eckbälle. Und doch geht Leverkusen als Verlierer vom Platz. U21-Nationalspieler Renato Bove erzielt für die Römer in der 63. Minute das entscheidende Tor. Torwart Radetzky kann den Schuss von Tammy Abraham nur nach vorne abwehren. Ich war ein bisschen zu wenig in meinen Geschmack von uns. Aber wir haben schon auch gespürt, dass wir diese Mannschaft da zu Hause schlagen können. Also 1-0, ja, ist nicht das beste Hinergebnis, aber hätte auch schlimmer sein können. Schlimm dagegen der Mittelfußbruch von Robert Andrich. Saison aus für ihn wie für Odilon Kosunu mit einer Muskelverletzung. Bayer-Coach Xabi Alonso muss ohne sie das Rückspiel gegen seinen Ex-Trainer José Mourinho gewinnen, damit der Traum vom ersten Leverkusener Titel seit 30 Jahren weitergehen kann. Die Empfehlung des IOC, russische und belarussische Athleten unter neutraler Flagge wieder an internationalen Veranstaltungen teilnehmen zu lassen, stößt weiter auf Kritik. Heute haben sich die deutschen Sportministerinnen und Minister einstimmig dagegen ausgesprochen. Von der heute beginnenden Eishockey-WM in Finnland und Lettland sind Russland und Belarus ja ausgeschlossen. Gleich trifft Deutschland auf den 11-maligen Weltmeister Schweden. Der neue DHB-Trainer Harold Kreis hat sich einiges vorgenommen.
Das Ziel in Tampere ist klar formuliert: Viertelfinale und Olympiaqualifikation. Dafür müsste Deutschland mindestens Vierter werden, in einer Vorrundengruppe mit 8 Mannschaften. Trotz vieler Ausfälle hat Bundestrainer Kreis ein defensiv starkes Team nominiert, um NHL-Starverteidiger Moritz Seider, der rechtzeitig zu Turnierbeginn fit wurde. Die Jungs haben wirklich sehr gut gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Das ist selber eine Truppe, die was erreichen möchte hier. Also da habe ich ein wirklich gutes Gefühl. Hochrangige Gegner warten gleich zu Beginn mit Schweden und Titelverteidiger Finnland. Ja, und der hat gerade das WM-Eröffnungsspiel gegen die USA mit 1:4 verloren. Danke, Norbert, für den Sport. Und wir kommen zu einer Königin, der ihre Untertanen quasi bedingungslos folgen. In Berlin-Friedrichshain schwirrten mehrere tausend Bienen durch die Luft und folgten der Königin des Volkes in einen Baum, um es sich dort gemütlich zu machen. Die rettende Idee kam nicht von der Feuerwehr, sondern einem Imker mit langer Leiter. Die Chefin einfangen, ab in einen neuen Bienenstock und einfach warten, bis alle anderen folgen. Das passierte dann sogar schneller als erwartet. Mit Schauern und Gewittern geht es morgen in die nächste Runde. Mehr dazu gleich beim Wetter von Östin Terli. Das Heute-Journal können Sie um 22 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Schönen Freitagabend noch. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Umgekehrte Verhältnisse haben wir derzeit hier auf unserer Wetterkarte. Nach Norden hin haben wir hohen Luftdruck und im Süden Tiefen. Diese Konstellation ist recht stabil und hält sich noch eine Weile. Deswegen gibt es auch im Alpenraum weiterhin Regen und sogar Schnee, aber auch Richtung Balkan und nach Frankreich hin. Und bei uns gibt es morgen Schauer und Gewitter. In der Nacht erst einmal wenige Schauer. Im Norden, da klart es auf und es ist trocken und die Temperaturen sinken auf 4 Grad an den Alpen und 11 Grad ganz im Westen. Das ist die Temperaturspanne. Und morgen dann vor allem im Norden viel Sonne, nach Osten hin einige harmlose Wolken. Ansonsten aber Schauer und Gewitter, die sich nach Westen verlagern. Und auch ganz im Süden an den Alpen hängen viele Wolken und Blitz und Donner ist auch dabei. Mit höchsten Temperaturen dort bis 14 Grad. Aber schauen Sie nach Norden, 22 bis 24 Grad hier Richtung Berlin. An den Küsten 18 bis 21 Grad, recht warm. Die nächsten Tage, das mit den Schauern und Gewittern setzt sich fort. Am Sonntag nach Norden hin trocken, aber sonst durchwachsen. Und ab Montag geht es im Grunde genommen so weiter. Damit einen schönen Abend.